Herzlich willkommen bei Libato. Ich bin Seppo und ich werde dir heute das Zeichnen beibringen. Du hast auf dieses Video geklickt, weil du das Zeichnen lernen willst und das am liebsten super schnell, oder? Und deswegen fokussierst du dich auf die Sachen, die dir am meisten Spaß machen, so wie Porträtzeichnen, Tiere zeichnen, Landschaftszeichnen, all sowas. Aber der grundlegende Fehler dabei ist, dass du wahrscheinlich als Anfänger, Mittelstufler oder sogar leicht Fortgeschrittener nie das Grundlegende des Zeichnens, die Basis und die Fundamente, die richtig angeeignet hast. In dieser folgenden Videoreihe möchte ich dir genau das geben. Denn wenn du die Basis des Zeichnens beherrschst, kannst du alles Mögliche zeichnen und das Lernen von den fortgeschrittenen Themen wie Porträtzeichnen etc. gelingt dir nicht nur besser, sondern auch, dass du es schneller und einfacher lernst. Von daher, zieh deinen Stift heraus und mach am besten mit bei dieser Übung. Und ich werde dir einen Ausschnitt zeigen von einem Kurs, das wir unseren LIVO-Schülern zur Verfügung gestellt haben, wo sie die Grundbasis des Zeichnens für sich aneignen. Hierbei geht es um eine Übung, die du mit mir gemeinsam machst, das wesentlich ist für all deine Zeichnungen, nämlich die Linienführung. Du willst also lernen, wie man den Stift in der Hand zu halten hat, führen hat, damit der Stift genau das macht, was du willst und nicht andersherum. Viel Spaß beim Mitmachen und beim Zuschauen. Wir sehen uns dann am Ende des Videos wieder, wo ich eine sehr besondere Überraschung für dich vorbereitet habe. Die heutige Session ist Thema Linienführung und Hand-Auge-Koordination. Und der Grund, weshalb das so wichtig ist, ist, alles, was ihr zeichnet, basiert auf euren Linien. Alles, was ihr zeichnet, basiert zwar auf Linien, aber keine Linie sollte am Ende zu sehen sein. Linien existieren nicht mal in euren Zeichnungen. Okay? Jede Zeichnung besteht nur aus Formen und aus Oberflächen. Ihr wollt immer nur Formen zeichnen. Aber damit ihr die Formen zeichnen könnt, braucht ihr die Linien. Und diese Linien sind deswegen so essentiell, weil wenn ihr unsaubere Linien zeichnet, unkontrollierte Linien zeichnet, dann könnt ihr nicht die Proportionen richtig aufzeichnen, ihr könnt die Struktur nicht sauber erstellen. Alles basiert darauf. Deswegen wollen wir das üben. Einmal die Hand richtig zu kontrollieren und richtig zu führen und einmal natürlich auch das Auge darauf anzupassen. Damit ihr das richtig versteht, wie das Ganze funktioniert, Zeichnen ist auf Ergonomie basiert. Das heißt, wenn ich jetzt den Stift hier habe, dann will ich sicherstellen, dass ich zuallererst den Stift richtig halte. Dann will ich sicherstellen, dass alles für mich richtig eingestellt ist und nicht ich mich auf alles einstellen muss und anpassen muss. Ich will, dass mein Zeichenblock, dass mein Stift, dass mein Umfeld alles so angepasst ist zu meinem Körper, dass ich in der Lage bin, das meiste daraus zu holen, ohne mich jetzt großartig unwohl zu fühlen. Okay? Also, ich passe mich nicht dem Umfeld an. Ich will, dass sich mein Umfeld meinem Körper anpasst. Das ist sehr wichtig. Und wie machen wir das? Wir machen das einmal, indem wir lernen, wie wir den Stift zu halten haben. Wir müssen einmal darauf achten, wie unser Stuhl eingerichtet ist und wie mein Tisch bzw. mein Zeichenblock eingerichtet ist. Du musst dir vorstellen, dein Auge, du schaust ja nicht von oben nach unten. Ne? Du schaust ja diagonal rüber. Wenn du diagonal rüber schaust, sprich, wenn das dein Auge ist und du schaust diagonal rüber, die Fläche ist flach. Mit anderen Worten, du siehst das Ganze verzerrt. Wenn das dein Papier ist und es ist flach, und du schaust so drauf, dann siehst du das Ganze ja verzerrt. Dieser Bereich ist näher an dein Auge dran und dieser Bereich ist weiter weg von deinem Auge. Das heißt, mein Zeichenpapier, mein Zeichenblock muss senkrecht zu meinem Augenwinkel sein, damit ich das klar sehe. Das ist mein Auge und das wird so aufgenommen. Es muss senkrecht drauf liegen. Sobald es verzerrt ist, zeichne ich auch verzerrt. Ist anstrengend. Wie schaffe ich es, dass ich es senkrecht zu meinem Auge habe? Das heißt, mit einer gewissen Neigung. Entweder ich habe einen Tisch, wo ich die Platte hochziehen kann. IKEA-Platten zum Beispiel haben manchmal diese Funktion. Extra für kreative Leute kann man sich so einen Tisch kaufen. Oder ich habe so ein Zeichenbrett. Okay, so, DIN A3. Und das ist die einfachere Methode. Und ich lehne das einfach an meinen Tisch dran. Ich zeige euch mal, wie das hier aussieht. Ich lehne das an meinen Tisch dran. Ich habe das hier entweder auf meine Oberschenkel positioniert oder auf dem Bauch, je nachdem, was mir lieber ist. Der Grund, weshalb das so vorteilhaft ist, ist, ich kann das jetzt auch drehen. Und das ist wichtig, weil wie schon vorher gesagt, ich will alles meinem Körper anpassen. So, wenn ich jetzt also eine Linie zeichnen will von hier nach hier, okay, dann funktioniert das ganz gut, weil du siehst, das ist die Bewegung von meinem Arm. Sobald ich aber jetzt eine Linie von hier nach hier bewegen müsste, boah, das wäre echt anstrengend für meinen Körper. Also was mache ich? Ich drehe es einfach. So, dann habe ich wieder diese Bewegung. Und dann kann ich viel besser diese Linie zeichnen und die kommt viel natürlicher.
Alles klar. Das heißt, die Tatsache, dass ich das bewegen kann, dass es mobil ist, dass es flexibel ist und frei ist, riesiger Vorteil. Dadurch kommen die ganzen Linien viel natürlicher, mit weniger Anstrengung, mit weniger Aufwand. Wenn du etwas abzeichnest, es bewegt sich oder es bewegt sich nicht, aber es ist vor dir. Es kann ein Referenzbild sein. Und dann willst du beobachten und zeichnen. Beobachten und zeichnen. Wenn du etwas abzeichnest, es bewegt sich oder es bewegt sich nicht, aber es ist vor dir. Es kann ein Referenzbild sein. Und dann willst du beobachten und zeichnen. Beobachten und zeichnen. Jetzt ist das ein bisschen schwierig, weil du willst, wie viel Prozent willst du jetzt beobachten, wie viel Prozent willst du jetzt zeichnen? Wie machen wir das? Wie schaffe ich es, das richtig zu beobachten, aufs Papier zu bringen? Da kommt Hand-Auge-Koordination ins Spiel. Und das musst du üben auf die richtige Art. Hand-Auge-Koordination, ja? Du hast ein Bild zum Beispiel vor dir oder ein Abbild, das auch live sein kann, und du beobachtest das erstmal. Fang nicht an zu zeichnen, du beobachtest das. Du willst das mal analysieren. Okay? Fang nicht an aus Unruhe zu zeichnen. Jetzt ist natürlich Proportion und Perspektive sicherlich ein Thema. Diese zwei wollen wir aber zur Seite schieben. Wir wollen uns gar nicht darauf fokussieren, wir wollen uns nur um die Handführung fokussieren. Und zwar nur die Außenrisslinien und die Linien, die wir sehen haben. Kein Schattieren, gar nichts. Nur die Linien, die wir sehen, damit wir quasi das Objekt wiedererkennen können. Okay? Und du willst ein bisschen das Ganze spaßig und spielerisch für dich gestalten, aber natürlich dein Bestes geben, versuchen, so gut wie möglich zu darstellen. Aber gar nicht so, dass es frustrierend ist und ich komme nicht voran, das wird nicht gut. Na klar, du bist am Anfang. Du wirst viel üben, aber du wirst es hinbekommen. Vor allem, wenn du die richtige Unterstützung bekommst und Feedback bekommst und dranbleibst. Also mach dir gar keinen Kopf. Also, ich gebe dir gleich ein Bild und dann wollen wir einmal beobachten und gar nicht auf Papier schauen, sondern nur zeichnen und beobachten. Das heißt, du schaust nicht einmal aufs Papier und versuchst, dieses Objekt zu zeichnen. Und versuch das Objekt nicht klein zu zeichnen. Auch nicht zu groß. Ungefähr so groß wie deine Hand zum Beispiel. So groß versuchst du zu zeichnen, okay? Was auch immer es jetzt ist. Dann wollen wir als nächstes zu 50% beobachten und zu 50% zeichnen. Das heißt, du schaust immer wieder hoch, schaust immer wieder runter und zeichnest dabei. Und versuch so wenig wie möglich, deinen Stift vom Papier hochzuziehen. Soweit es geht, versuch es sogar mit einer Linie zu zeichnen. Und wenn ihr wollt, zeichnet es ruhig zweimal. Oder sogar dreimal. Aber bringt Ruhe mit. Manche von euch müssen vor allem die Geduld üben beim Zeichnen. Okay, jetzt versucht das Ganze, wenn ihr einmal damit fertig seid. 50-50. Beobachten, zeichnen. Beobachten, zeichnen.
Das war jetzt ein Ausschnitt von einem längeren Video, das ein Teil der Apfel-Challenge ist. Die Apfel-Challenge ist ein Basis-Starter-Zeichenkurs und das wollen wir dir schenken. Wir haben dir einen Kurs sowie eine vollständige Community zur Verfügung gestellt, wo du dich anmelden kannst und auch diesen Kurs für dich machen kannst, um dir die Basis anzueignen und richtig zeichnen von Grund auf zu lernen. Die Links dafür findest du unten in der Beschreibung. Und ja, nochmal betont, dieser Kurs sowie der Zugang zu der Community ist komplett geschenkt für dich. Das heißt, du musst dafür nichts zahlen, auch nicht in Zukunft. Wir machen das, um euch zu ermutigen, mit dem Zeichnen anzufangen und einfach Freude dabei zu haben. Du kannst da richtig von Grund auf einmal das Zeichnen für dich aneignen und dich auch mit den anderen austauschen, Feedback von anderen bekommen, die vielleicht etwas besser verstanden haben als du oder vielleicht ein, zwei Tipps an andere aus dem Ärmel schütteln, falls du welche für sie hast. Ich wünsche viel Spaß. Unten in der Beschriftung findest du den Link, das dich zu der Community führt. Und ich sehe dich hoffentlich dort direkt dann wieder. Let's go, let's get started. Live Art Now. Willkommen bei Livato. Wenn du uns irgendwie unterstützen willst, dann like dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Teile es mit deinen Freunden, mit Verwandten, denen es auch vielleicht gefallen oder helfen könnte. Vielleicht in der Facebook-Gruppe, in der du bist oder wo auch immer. Und kommentiere unten, was deine Gedanken sind und wie du das Zeichnen für dich besser lernen willst und was du damit anstellen willst. Vergiss nicht, uns zu subscriben, um nichts in Zukunft zu verpassen, denn auch das ist ein Video einer ganzen Videoreihe, die für dich folgen wird. Ich freue mich, dich immer wieder hier wiedersehen zu dürfen. Bis dann!